sogenannten Powder Room, hat man Armaturen aus 24 Gold Karat. Die gibt es in allen 8 Schlafzimmern. Prachtvolle Villen, meterlange Stretch-Limousinen und die Luxusjacht als Zugabe. Wie zwei Männer Multimillionäre glücklich machen. Im Vergleich zu früher ist also jetzt die Stromrechnung rapide gesunken. Ob Geschirrspüler oder Wäschetrockner, hier funktioniert alles mit Gas. Ein findiger Bauherr und sein Energiesparhaus. Das macht dir meinen großen Spaß. Der deutsche Elvis und die Stimme von Ally McBeal. Lange sind wie Kaugummi. Je länger man sie kaut, umso mehr verlieren sie ihren Geschmack. Die Stars hinter den Stars bei der Gala zum Deutschen Preis für Synchron. Jetzt ziehen wir die Steuerreform vor und finanzieren sie auf Pump. Das bedeutet für mein Land 800, 900 Millionen Euro. Der Dezember ist da und mit in die Kuschelzeit im gut geheizten Wohnzimmer. Wenn draußen der erste Frost knackt und drinnen das Holz im Kamin, für manche gibt es nichts Schöneres. Hallo und willkommen zur Redaktion. Nun hat nicht jeder einen Kamin und immer volle Pulle heizen, das kann ziemlich ins Geld gehen. Deshalb lohnt es schon, über preiswertere Alternativen in Sachen Energieverbrauch nachzudenken. Und da gibt es heutzutage so einige Möglichkeiten. Dortmund, Stadtteil Brake. Von außen ein ganz normales Mehrfamilienhaus, innen jedoch steckt es voller Neuheiten. Eigentümer Sven Michael hat schon bei der Bauplanung vor 2 Jahren voll auf eine bestimmte Energieart gesetzt. Es ist eines der ersten Erdgashäuser in Deutschland. Heute kommt bei Familie Michael nur noch wenig Strom aus der Steckdose. Im Vergleich zu früher ist also jetzt die Stromrechnung rapide gesunken. Also wir hatten früher ungefähr eine Abschlagszahlung von 100 Euro im Monat. Und jetzt haben wir 25 Euro im Monat, was ja schon ein Riesenvorteil ist jetzt, allein durch die Umstellung des Energieträgers. Eine neuartige Erdgassteckdose betreibt den Herd in der Küche. Kochen mit Gas ist wesentlich günstiger als mit Strom. Auch das Wasser für die Spülmaschine wird mit Erdgas erhitzt. Das ist kostensparend und geht mit jeder handelsüblichen Maschine. Die Umrüstung kostet ca. 100 Euro. Besonders stolz ist Sven Michael auf den erdgasbetriebenen Trockner im Keller. Der spart gegenüber seinen Stromkollegen über 30% und kostet nur knapp 400 Euro mehr. Der Gaswäschetrockner ist natürlich immer schon ein Highlight. Zum einen, dass es überhaupt so ein Gerät gibt, das ist nicht ganz so verbreitet. Und dass man natürlich damit dann auch noch so viel Energie sparen kann, also 30% von dem, was so ein Trockner verbraucht, das ist ja schon immens. Gesteuert wird alles von einer zentralen Anlage, die im Keller steht. Der Erdgas-Brennwertkessel versorgt die Heizung und sorgt auch für warmes Wasser. Solche Kessel bekommt man schon für ca. 5000 Euro, abhängig davon, wie groß die Leistung sein soll. In der Wohnung sorgen Sensoren dafür, dass keine Energie verschwendet wird. Sobald ein Fenster geöffnet wird, schaltet sich die Heizung automatisch ab. Auch auf die Sicherheit hat Sven Michael großen Wert gelegt. Da kann eigentlich sehr wenig passieren. Zum einen ist das Gas ja autoriert. Also man riecht es, wenn es irgendwo ausströmen sollte. Des Weiteren gibt es noch Gasströmungswächter. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Gasleitung komplett durchschneiden würde, dann merkt dieser Strömungswächter, ach, es strömt jetzt viel mehr Gas aus. Der geht dann automatisch zu. Für Sven Michael ist der Umgang mit Erdgas mittlerweile normal geworden. Steckereien in die Erdgassteckdose auf dem Balkon und schon können die Würstchen auf dem Grill brutzeln. Auch ältere Häuser werden häufig von Strom oder Öl auf Erdgas umgestellt. Eine neue Leitung verlegen und das Haus anschließen, das dauert meist nur einen Tag. Gegraben werden muss fast gar nicht mehr. Die Leitung wird mit Hilfe eines unterirdischen Bohrers verlegt. Die Kosten für einen solchen Anschluss belaufen sich auf knapp 1.300 Euro. Sie sparen dadurch ein, dass sie die ganzen Betriebskosten senken. Sie haben keine Zusatzkosten für Erdöltankversicherung. Sie haben keine Kosten durch den Schornsteinfeger, weil eine Brennwertheizung wird nur laut Verordnung alle 2 Jahre überprüft. In vielen Städten wird die Umstellung auf Erdgas sogar bezuschusst. Zudem ist ein Erdgasanschluss wesentlich günstiger als Anlagen, die mit Öl oder Strom betrieben werden. Wasser zum Beispiel mit Strom zu erhitzen, kostet doppelt so viel wie mit Gas. Ein weiterer Vorteil ist die Platzersparnis gegenüber einer Ölheizung mit großen Tanks. Bei den heutigen Quadratmeterpreisen ein echter Vorteil. Wir sehen hier die alte Heizungsanlage,
mit den Anschlüssen, einen alten Wegemischer, die alten Pumpen. Ganz wenig Isolierung. Sie sehen, dass hier also viel, viel Energie verloren geht. Wenn dieser Kessel dann weg ist, wird hier eine Kesseltherme an die Wand geschraubt, ein Heizgerät, eine Brennwerttherme, was an der Wand steht, ein Warmwasserspeicher daneben gestellt, der dann von der Optik her wesentlich freundlicher ansprechender ist. Neben baulichen Maßnahmen gibt es auch im täglichen Leben zahlreiche Einsparmöglichkeiten. Eine alte Heizungsanlage durch eine neue zu ersetzen, das spart bis zu 40%. Die Raumtemperatur kontrollieren und bei maximal 20 Grad halten, damit kann man bis zu 6% gut machen. Regelmäßig kurz und kräftig lüften kann bis zu 15% sparen. Und die Heizkörper nicht verkleiden oder mit Möbeln zustellen, das führt auch zu satten 8% weniger Energieverbrauch. Außerdem empfehlen Fachleute, duschen statt baden spart 65% Wasser. Einhebelmischer und Durchflussbegrenzer können 30% ausmachen. Sparen wollte auch Familie Kucklin. Erst im Juli sind sie in ihr Haus eingezogen, Baujahr 1982. Schnell wurde klar, die alte Ölheizung muss raus, ein neuer Gasanschluss her. Für Carsten Kucklin bedeutet diese Entscheidung auch bares Geld. Ich denke, dass Erdgas eine saubere Sache ist und wir auch eventuell noch ein bisschen sparen können dabei. Wir haben das mal so ein bisschen durchgerechnet, das wären wahrscheinlich so zwischen 20% und 30% Einsparungen auf uns zukommen. Wir hatten hier eine 20 Jahre alte Ölheizung drin, als wir das Haus übernommen hatten. Und die arbeitete natürlich sehr unwirtschaftlich auch. Und durch diese Einsparung, wie gesagt, diese 20% bis 30%, hat sich das in ein paar Jahren auch gelohnt. Jetzt müssen die alten Öltanks dran glauben. Eine Spezialfirma rückt an und versägt, was die letzten 20 Jahre noch für warme Füße gesorgt hat. In den fast leeren Tanks schwimmt noch eine Pfütze Öl, die auf ihre umweltgerechte Entsorgung wartet. Später wird man hier wesentlich mehr Platz haben, da der Gaskessel viel kleiner ist. Ja, wie Sie sehen, geht das ja recht schnell und zügig vorwärts. Die alten Öltanks kommen jetzt raus und dadurch haben wir eben einen großen Platzgewinn noch. Und hier werde ich meine Werkstatt einrichten. Und ich bin sehr froh, dass diese Dinger jetzt raus sind. Es ist alles viel ruhiger und sauberer nachher, diese Erdgasgeschichte. 2 Stunden dauert es, dann sind die Tanks verschwunden. Platz für die neuen Erdgaskessel. 5000 Euro hat Carsten Kucklin dafür ausgegeben. Eine Investition in die Zukunft, die sich schon in wenigen Jahren bezahlt gemacht haben wird. Weniger belastend für die Umwelt ist es außerdem. Ende nächsten Jahres soll ein neues Gesetz in Kraft treten, das die Emissionswerte neu regelt. Spätestens dann dürfen viele alte Heizanlagen nicht mehr weiter betrieben werden. Rechtzeitig umrüsten lohnt sich also auf jeden Fall. Mehr Informationen gibt's im Internet unter www.rtl2.de. Jetzt kurze Pause für die Werbung, danach geht's weiter mit Spielzeug für die Superreichen. Ob Privatjet, 20-Meter-Yacht oder dicke Limousinen, wie ein Mann Millionäre glücklich macht. Unreinheiten? Pickel? Schluss damit! Die wirklich effektive Waffe dagegen? Der SOS Anti-Pickel-Stift von Garnier Jade. Zielen, abdrücken, Pickel werden schnell ausgetrocknet. Von Dermatologen bestätigt. Und von mir. Neu, der SOS Anti-Pickel-Stift von Garnier Jade. Die ultimative Waffe gegen Pickel. Garnier. I can fly. But I need his heart. Wie flexibel möchten Sie sein? Erleben Sie die neue Flexibilität. Der neue Opel Meriva. 100% flexibel. Jetzt auch mit neuem 1.7 CDTI Common Rail Diesel. Beschreib doch mal Surfen. Ohne die Worte Welle, Wasser, Strand, Brett, Anzug. Ups. Tabu. So viel Spaß ist unbeschreiblich. Malt und ratet anstatt für 27,99 jetzt für nur noch 19,99 mit Tabu Hot Pan.
noch mehr Partylaune mit dem Original Bacardi Cola Glas. Jetzt auf jeder Flasche Bacardi Casablanca. Boah, geiles Teil. Makromarkt. War mega billig, geht irre viel rein und hat einen super Schwungwaschgang. Genau richtig für mich. Wo ich doch so viel teures Geschirr habe. Es lebe billig! Makromarkt, der Fachmarkt-Discounter. Es lebe billig! Leise rieselt der Schnee und Weihnachten stinkt langweilig. Stopp, denn jetzt gibt es Trans-Xmas. Die einzige Doppel-CD mit allen Christmas-Songs. Exklusiv mit Scooter, DJ Sammy und viel mehr. Trans-Xmas. Jetzt exklusiv bei Shell. Tauschen Sie 199 Ihrer Shell Club Smart Punkte gegen eine Eintrittskarte für den neuen Kinohit von Disney Pixars. Findet Nemo. Hallo. Jetzt im Kino. Punkten Sie jetzt mit Shell Clubsmart. Jetzt in Freundin. 77 Geschenke zum Bestellen. Aussuchen, anrufen, schenken. Außerdem großes Extra. Das Astrobuch 2004. Alles über Liebe, Job, Gesundheit und die echten Glücksmomente. Freundin, wer eine hat, kann sich freuen. Süße Weihnachten nur mit Wrigley's Extra, dem Extraschutz vor Karies. I know you can't hear me, but I sing a song for you. And though you aren't near me, I say my prayers for you. In Lammfelloptik für 79 Euro. Jetzt bei C&A. Deine Männer stehen hinter dir. Dein Gegner ist zermürbt. Gewinne die Schlacht und ordne das alte Europa neu. Das Strategiespiel Cossacks European War sowie 7 weitere Spiele auf CD-ROM. Außerdem im Test der Mystnachfolger Uru. Das neue Heft für nur 2,90 Euro. Kaufen, lesen, siegen. Computerbildspiele. Nikon Coolpix. Dieses Jahr wollen viele nur das eine. Das richtige Weihnachtsangebot. Den Weihnachtszauber von O2. Zum Beispiel das Fotohandy Nokia 3200 für nur 19,95 Euro. Und 3 Monate keine Grundgebühr. Sag's, Franz. Ich würd's ja gern, aber ich darf nicht. O2, can do. Bald ist wieder Weihnachten. Doch für Sie könnte das größte Fest des Jahres schon heute sein. Mit dem großen Bild-Adventskalender können Sie gewinnen. Hinter jedem Türchen stecken insgesamt 20.000 Euro Weihnachtsgeld. Jetzt täglich in Bild und sonntags in Bild am Sonntag. Bild dir deine Meinung. Und wie stärken Sie Ihre Abwehrkräfte, wenn das Wetter wieder schlechter wird? Täglich ein Actimel stärkt dank Milliarden kleiner Helfer Ihre natürlichen Abwehrkräfte von innen heraus. Machen Sie sich wetterfest mit Actimel. Actimel aktiviert Abwehrkräfte. Zu Hause. Ich glaube, unser Jürgen will langsam nicht mehr die Sachen von seinen Geschwistern auftragen. Wieso? Sieht doch tipptopp aus. Schluss mit dem Falschgeiz, denn... Jetzt bei Saturn, Samsung, Pure Flat Fernseher, TV 29 M66 mit 72 cm Flachbildröhre und 100 Hertz Technologie. Nur 444 Euro. Saturn. Geiz ist geil! Dieser Mann besitzt 7 Millionen Euro. Haben wir jedenfalls diesen 12 Damen erzählt.
Werden Sie ihn immer noch lieben, wenn Sie die Wahrheit kennen? L, der Millionär. Ab 12. Januar bei RTL 2. Riesige Villen, exklusive Privatjets oder meterlange Stretch-Limousinen. Wann immer die Reichen und Schönen Vergnügen und Unterhaltung brauchen, sind sie zur Stelle. Immobilienmakler oder Concierge-Unternehmen. Wir haben zwei Männer mit dem etwas anderen Job begleitet. Ihre Aufgabe, die Glitzerwelt der amerikanischen Multimillionäre noch mehr funkeln zu lassen. Wovon andere nur träumen können, ist für Doug Turner Alltag. Der 39-jährige US-Unternehmer aus Miami ist ein sogenannter Millionärs-Concierge. Doug erfüllt den Reichen jeden Wunsch. Willkommen bei der Fort Lauderdale-Kollektion hier in Pompano Beach. Wir haben 10 Millionen Dollar exklusive Autos hier stehen. Sie können die Autos kaufen oder mieten. Ich zeige Ihnen den Showroom. Sie werden es nicht glauben. Folgen Sie mir. Traumkarossen, wohin das Auge blickt. Das ist der Hauptshowroom. Wir haben 3 Rolls-Royce, 6 oder 7 Bentleys. Wir haben 10, 12, 15 Ferraris. Wir haben Hummer, Range Rover. Wir haben 20 Porsche, 20 Mercedes. Wir haben einfach jedes Luxusauto, das es gibt. Und alle unter diesem Dach hier. Doug vertreibt den Leuten, die schon alles haben, die Langeweile. Ich verkaufe Spaß. Ich handle mit den ausgefallensten Autos der Welt. Es ist viel preiswerter, sie zu mieten, als zu kaufen. Dasselbe gilt für eine Yacht, einen Jet oder eine Luxusvilla. Wie gesagt, ich verkaufe Spaß. Anruf genügt und der Traum wird erfüllt. Ob Karibiktrip, Urlaub auf einer einsamen Insel oder Schwimmen mit Delfinen. Das ist ein Azur Bentley, Modell 2001. Davon wurden nur 150 gebaut. Kostenpunkt 420.000 Euro. Er wird für 3.400 Euro pro Tag vermietet. In den meisten Autos muss man den Schlüssel drehen, um zu starten. Hier steckt man den Schlüssel nur rein und drückt auf diesen Knopf hier. Noch einer, der es geschafft hat. Auch er verdient sein Geld mit dem der Reichen. Mein Name ist Alexander Kraft, bin 31 Jahre alt und seit ca. 5 Jahren Europageschäftsführer und Vizepräsident von Sotheby's Immobilien. Sotheby's Immobilien vermittelt seinen wohlhabenden Kunden Häuser in aller Welt. Alexander Kraft ist auf Besichtigungstour in Amerika. Dieses Anwesen steht in Palm Beach, komplett eingerichtet und bezugsfertig. Also das Anwesen bietet eigentlich alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Selbst hier in einem Gästebad, im sogenannten Powder Room, hat man Armaturen aus 24 Gold Karat. Die gibt es in allen 8 Schlafzimmern. Insgesamt gibt es über 20 Zimmer auf 3000 Quadratmeter Wohnfläche. Insofern gibt es eigentlich keinen Wunsch, der hier unerfüllt bliebe. Kraft weiß, wovon er spricht. In dem Haus gibt es wirklich alles, was ein Millionärsherz begehrt. Und hätte der Besucher keinen kundigen Führer, könnte er sich glatt verlaufen. Eine kleine Entschädigung gibt es dann beim Blick aus dem Fenster. Gigantischer Pool und gleich dahinter der Strand. Und auch wer im Schlafzimmer nach dem Wachwerden ein Panorama braucht, muss nicht darauf verzichten. Dieses System kann die Vorhänge automatisch öffnen und schließen, wie Sie hier gut sehen können. An wirklich alles ist gedacht. Ein perfektes Sicherheitssystem sorgt für ausreichenden Schutz, sollten einmal Einbrecher oder Terroristen die Villa unter Beschuss nehmen. Das ist der Sicherheitsraum. Mit einem Magnetschlüssel kommen Sie in diesen Bereich. Das ist eine sichere Stahltür. Schauen Sie mal. Er startet sofort. Für 425.000 muss das auch so sein. Ein echtes Wahnsinnsauto. Es gibt kein besseres. Das ist wahrscheinlich das luxuriöste Auto der Welt. 425 PS und die edle Holzverkleidung sprechen für sich. Allein die Lederausstattung kostet rund 7.000 Euro. Doch Doug hat noch andere Schätze. Das ist ein 1998er Lamborghini SV. 100 Stück wurden davon gebaut. 600 PS hat er.
Es gibt nichts auf der Welt wie Lamborghini. Das ist das aufregendste Auto in der Welt und der Bentley der luxuriöste. Hier haben wir handgefertigte Felgen, Fünfgang-Übersetzung, spezielles Stereo-Soundsystem, das dort herausklappt. Das Auto ist unglaublich. Die Leute, mit denen ich arbeite, sind wohlhabende Unternehmer aus der ganzen Welt, ob aus Europa, den USA oder den Inselstaaten. Sie sagen, was sie wollen, und ich hab es. You name it, I have it. Dann fährt Doug Turner zu einem Geschäftstermin, natürlich standesgemäß mit einem 600er SL. Auf einem Privatflughafen trifft der 39-jährige Sascha Hufer. Der Düsseldorfer handelt mit Stretch-Limousinen. Zurück zu Alexander Kraft. Er besichtigt gerade den Panic Room der Millionenvilla. Das ist der Raum, wo die Familie sich in Sicherheit bringt, wenn es mal einen Überfall oder einen Einbruch geben sollte. Der Raum ist praktisch uneinnehmbar. Er ist durch Stahl und besonderen Beton rundherum geschützt. Das heißt, man kann ein Auto hier reinfahren, es würde nichts passieren. Man kann das ganze Haus von hier überwachen, sodass man sieht, wo Eindringlinge sind. Und es gibt einen Panic-Button, der direkt mit der Polizei verbunden ist, die dann innerhalb weniger Sekunden oder Minuten hier wäre. Es ist wirklich absolut einmalig, sowas gibt es ganz selten auf der Welt. Ein Rechenzentrum sorgt für die Überwachung. Kameras an allen Ecken und Enden des Anwesens. Eine wirklich außergewöhnliche Sache an diesem Anwesen ist das Sicherheitssystem. Das ganze System allein hat ca. $1 Million gekostet. 20 Kameras überwachen das Grundstück Tag und Nacht. Und man kann sehen, man kann eigentlich jeden Raum, jeden Winkel des Grundstücks einsehen. Das wirklich Besondere ist aber, dass der Eigentümer Zugang per Internet zu dieser Kamera hat. Das heißt, wenn er irgendwo reist, in Europa oder in Asien, kann er jederzeit per Internet nachgucken, was in seinem Haus vor sich geht. Eine wahre Festung. Wer sich dennoch heraustraut, kann sich am hauseigenen Strand die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen. Zeit zum Sonnen bleibt Alexander Kraft nicht. Er muss zum nächsten Objekt. Doug Turner trifft in der Zwischenzeit den deutschen Sascha Hufer. Das Auto lag jetzt irgendwo bei $180.000 und hat halt alles vom Granitboden angefangen mit 5 Bars, alles diese Seatpipings beleuchtet, Fiberoptics überall, kann man halt an der Nightout ganz gut sehen, die ganzen Lichtpakete, Laser, Strobe Lights, Nebelmaschine, High-End-Soundsysteme, 10 Fernseher, DVD, Videoanlage, Innenraumüberwachung, GPS, das hat halt einfach alles. Welche Art von Leuten buchen dann euren Service? Wir haben zwei Gruppen, einmal so die ganz normale Durchschnittsperson, die eine große Party macht, wo jeder anteilig ein bisschen Geld mitbringt und sagt, okay, hier 18 Leute, jeder 20, 30, 40, 50, $60 für die Nacht oder sowas. Und dann die andere Gruppe sind eben natürlich die Leute hier, denen es ein bisschen besser geht, die nicht aufs Geld gucken müssen, sondern die einfach sagen, hier, ich brauche ein Auto, $2.000 die Nacht, ich möchte ausgehen, bringe mir einfach das beste Auto, was ihr habt. Rundum-Service von der Landebahn in die Stretch-Limo. Und für den Rückflug organisiert Doug Turner die passende Maschine. Ob Hubschrauber, Kampf- oder Learjet, an Auswahl fehlt es nicht. Fliegen wie Mr. President, Doug macht's möglich. Alexander